Servus und hallo zur neuen Folge im Landwirtschaftssimulator 2017 hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr wisst, hatten wir immer noch das Stromproblem, ja klar, das Strohproblem. Aber ich hoffe, das gehört jetzt dann bald der Vergangenheit an, weil unsere Felder sind alle erntereif. Juhu! Das heißt, wir schwingen uns jetzt in unseren Thresher und beginnen der Ernte, dass wir Stroh runterkriegen. Beziehungsweise, dass wir das Getreide runterkriegen und dass wir auch Stroh kriegen. Seht zu, jetzt geht's. Was haben wir jetzt eigentlich gut drauf? Sonneblume, Raps. Hier hinten haben wir einen Reisacker. Beginnen wir hier hinten oben, oder? Ich hole jetzt die erste runter. Wo wollt ihr jetzt hin? Hat die falsche Richtung, aber ich habe ja die Möglichkeit, ich kann den Hof drehen und dann runter. Und das wollen wir mal nutzen. Ich hoffe jetzt nur, dass ich noch zurückkomme. Raus. Haben wir hier doch die Halle, das ist einfacher. So, was gibt's da, so eine Halle? Turn the shit we do and our words into pure reality. Nehmen wir uns einen Schleichweg, to be what they don't see. Never feeling wrong, cause we don't belong. Und hoffe, dass man heil da oben ankommt. We're invincible. Jetzt komm. Der Weg dann hin mal, dass man nirgends hängen bleibt an den Bäumen. Die Kollege hier, die war alles schon schneller. Aber ihre komplette Ernte ist eingefahren. Ja,
hier immer den Schnellwachslage zwischen die zwei Felder. Machen wir es hinterher einfacher. Das wieder gekonnt, jetzt habe ich mir das Schild in den Weg gestellt. Ich besitze dieses Feld nicht, war ja sowas von klar. Ah, was kommt raus? Strohablage? Nee, ich brauche Stroh. Jetzt. Karte kommt zusammenklappen. Warte, kann ich echt die Kühe und die Schweine versorgen? Im Stroh, dass da die Produktion dann weitergeht. Aua, dieses Jahr gibt es einen Ertrag. Wo auch so reichlich ist, dann bin ich... Den hier stellen wir mal hier ab. Wurde dann hier geblieben. Ach, die Mauer zwar nicht rückwärts. Dummerchen.
Antenne habe ich ja bei der 150 stehen lassen damals. Ein Hohlmodell. Können wir den nämlich als Zwischenpuffer nutzen, das ist schon mal Fülle. Und dann auch die Anhänger. Wobei ich mir immer noch im Überlegen bin, ob ich mir einen Sattelauflieger holen soll, beziehungsweise dann für uns holen soll, wenn sein Urlaub wieder beendet hat. Schauen wir mal, wie weit man in der heutigen Folge noch kommt. Ganze Getreide getönt und ganze Zeug, das lagen alles bei den ja, Schweine ein, das hast du einen Trend kriegst. Entweder bunkern wir es zuerst bei dem Kuhstall oder wir verkaufen es direkt, wenn der Preis gut ist. Weil ihr seht, man sollte mal wieder ein bisschen auf seine Finanzen achten. Stroh ist aber mickrig. Muss kurz ran. Oder? Was ich jetzt Scheiß mache.
jetzt aber. Solange die abtankert, könnte ich doch mein neuer kleiner Liebling ihr seht, der hat schon ein bisschen arbeiten müssen. Warum geht jetzt das nicht? Jetzt. Ui. Ah, ein bisschen. Ja, hä? Weiß ich, wo ich ein echteres gibt. Habe ich das gefunden? Das ist das große. Auch das große. Nee, hab ich nicht mehr. Ah, der schwimmt, das geht gar nicht. Machen wir es mal ganz einfach. Klingt mal ganz frech. Ja, gleich viel besser. Ach, hier geht die wieder. Eigentlich auch schön blöd, wenn wir jetzt einen kleinen Anhänger nehmen. Theoretisch hätte man den größeren nehmen sollen. Aber hätte ich wieder den größeren Traktor gebraucht, und den wollte ich nicht nehmen. Es kann ja lustig werden, wenn ich mit dem ein bisschen Schweine hinbringe. Aber auf jeden Fall, sobald ich ein bisschen Geld habe, ein bisschen mein kleineres Gewicht hole.
Jetzt aber nichtsdestotrotz. Wir wären wieder am Ende angekommen. Wir haben so circa 20 Minuten jetzt voll. Und ihr wisst ja, ich mich so ein bisschen bei 15, 20, maximal 25 Minuten einpendeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, gebt mir einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Guckt auf meiner Facebook-Seite vorbei. Die ist zwar noch nicht ganz so pompös und fragil wie den anderen, aber rein und fein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter, genießt die 30 Grad, die es heute geben soll. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.